So, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer nagelneuen Folge Sunken Land mit unserer Izzy und mit mir. Und Izzy hat weder Mühe gescheut, noch Kraft, noch Tränen. Izzy hat extrem umgebaut. Wie ihr seht, wir haben bereits Tag 23 und seitdem ist etwas passiert. Ihr seht, das Lager oben ist erweitert, alle Sachen von hier unten sind raus und unten ist unser Wohnbereich entstanden. Das heißt, wir machen jetzt eine kleine Roomtour. Wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Folge. So, easy, machen wir Tür auf, aber bitte in die andere Richtung, damit wir auch wieder raus können. So, in diesem Bereich, ich gehe mal ein Stück zurück, ist unsere neue Küche entstanden. Etwas freizügiger, jeweils mit einer Tonne, wo unser Essen und unser Trinken drin lagert. Eine nagelneue Kiste, und zwar unsere Medic-Kiste. Und wie ihr begutachten könnt, easy in schicken Schuhen. So, hier unsere kleine Leseecke ist ein bisschen aufgeräumter geworden. Könnte auch eine kleine Spielecke sein, wenn die Kinder oder Enkelkinder mal vorbeikommen von Easy. Hier kann sie jetzt Gäste erwarten, das heißt gemütlich abends chillen. Was haben wir hier? Ach ja, hier ist unsere Gimmickkiste. So, hier kann sich Easy schick machen. Und hier hat sie ihren kleinen eigenen Schlafbereich. Der Teddybär wartet schon zum Kuscheln. Allerdings haben wir es erst kurz vor 11. Das heißt, Easy, es wird noch nicht geschlafen. Genau. Und natürlich ein kleiner Kleiderschrank. Der Vollständigkeit halber. Wie gesagt, unseren kleinen Wintergarten kennt ihr ja. Easy hat noch ein paar Erdbeeren angepflanzt. Und dann gehen wir mal nach oben in unseren Lagerbereich. Wie gesagt, die Kisten bzw. Tonnen kennt ihr ja noch von unten. Einmal Metall, einmal Holz, einmal Elektro und ein bisschen was. Und natürlich ein paar andere Utensilien, die wir noch benötigen. Hier unser Schmelzofen, zuzüglich allem, was ihr unten auch kanntet. Allerdings muss ich sagen, wir haben nur noch einen Eisenbahn. Wir müssen definitiv auf die Jagd gehen nach, wie heißen die? Eisenerzen. Unser Forschungstisch samt Kiste für Tools bzw. für Sachen, die wir jetzt nicht mehr benötigen. Hier oben hat die Waffenwerkstatt auch ihren Platz gefunden, samt Kiste. Und natürlich auch die Munitionswerkstatt, samt Kiste. Alles, was wir gesammelt haben, ist sie anständig sortiert. Und wie ihr jetzt auf der linken Seite seht, wir haben heute vor, noch ein paar Sachen zu bauen. Easy hat sie auch schon freundlicherweise rausgesucht, das heißt, wir können beginnen. Allerdings haben wir noch gar keinen Plan, wo wir alles hinstellen. Ich würde sagen, die Rüstungswerkstatt als erstes hier in diesem Bereich und dann gucken wir mal weiter. So, die Rüstungswerkstatt. Wo finden wir die denn? Hier unten. Naja, eine riesengroße Nähmaschine. Würde ich sagen, die stellen wir auch direkt an die Wand, nicht nach außen, easy. Oh, noch haben wir ja genug Platz. So, nun müssen wir wieder anbauen. So, was können wir denn da machen? Oh, hier könnten wir zum Beispiel unsere Helme, die wir gefunden haben, reparieren. Den taktischen Helm hatten wir auch gefunden, ne? Aber dafür brauchen wir Stahlbarren. Gummi sollte nicht das Problem sein, aber Stahl haben wir bisher noch nicht. Der Polizeihelm. Müssen wir mal schauen. So. Weiter geht's im Text, easy. Wir haben noch die Reparaturstation und das Akkuladegerät. Ich würde sagen, das Akkuladegerät. Wie groß ist das denn? Ach du, das ist ja süß. Frage, wie rum ist es richtig? Nehmen wir mal so, wa? Würde ich sagen, das stellen wir hier mit hin. Und jetzt brauchen wir noch die Reparaturstation.
Die Reparaturstation hier braucht noch 8 Mal Schrott. Sollten wir haben. Holz und Schrott. Die ist auch nicht riesig, aber irgendwo muss sie hin. Das heißt, hier kommt noch ein Fass daneben. Ich denke mal, sie wird hier hinkommen. So. Was können wir denn damit reparieren? Keine Ahnung. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie Strom benötigt, oder? Na gut. Easy, du kannst die Axt auch mal wieder wegpacken. Wir nehmen uns mal einen Akku. Batterie platzieren. Draht installieren. Das heißt, Thema Strom, Generator, sollten wir mal nachschauen. Der kleine Generator benötigt Eisenbarren, wie immer. Der Recycler, bei Elektronik und Schrott, der brauchte aber auch Strom, ne? Braucht alles Strom jetzt hier. Fortgeschrittene Pumpe brauchte auch, der Herd brauchte auch. Ja. Ich würde sagen, alles braucht Strom. Halt, einen Kühlschrank hat man noch gebaut. Nicht gebaut, aber wir können ihn bauen. So, denn wir ihn denn finden. Zumindest haben wir ihn erforscht. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden. Ich würde sagen, hier nicht. Nein, hier auch nicht. Easy. Einfacher Grill, einfacher Reiniger. Ofen am Boss. Der Kühlschrank. 5 Elektronik und Schrott. 5 Elektronik und Sport. Gucken wir mal. Haben wir? Und denke ich mal, haben wir. Mal schauen, der würde bestimmt wunderbar in die Küche passen. Da seht ihr, direkt vors Fenster. Ich weiß bloß noch nicht, was wir da reinstellen. Naja. Wir werden uns schon was einfallen lassen. So, dann würde ich sagen, Rest verräumen. Und dann gehen wir nochmal auf Tour. Einmal Kupfer. Wie gesagt, wir benötigen Eisenbarren. So easy, einmal einziehen. Könnte ja sein, dass wir auf Haie treffen. Einmal Booster. Ah, nehmen wir mit. Oh. Nein, nicht Kiste. Fahren easy. Easy, du hast was vergessen. Oder wollen wir tauchen? Easy möchte tauchen, okay. Dann würde ich sagen, geradeaus. Wir hatten damals ja den Bezirk 43 entdeckt. Da waren wir ja bisher noch nicht tauchen. Ist noch bei 0%. Dementsprechend sollten wir da einiges finden. Hauptaugenmerk, wie gesagt, Eisenerz.
Müssen wir uns erstmal umschauen, ne? Ob wir hier Haie haben. So, mittig gepackt. Eine Flasche. Den Speer bitte in die Hand, easy, genau. Okay. Ein Trecker. Wir schauen uns erstmal nach Eisenerz um. Das sind ja nur normale Steine, ne? Alles nur normale Steine. Ja, das ist zumindest Schwefel. Ja, dann nehmen wir schon mal was mit. Also wie gesagt, Schwefel findet man jede Menge. Bärsamen. So, erste Flasche ist alle. Nein, wir möchten keine Muscheln essen. Davon gibt es auch jede Menge. Naja gut. Wollen wir nicht so ganz ohne Loot gehen, ne? Wenn wir doch schon mal hier sind. Na, es ist nie verkehrt. Auch nur Schwefel, ne? Ja. Ich glaube, wir müssen mal eine Insel besuchen. Da sollten wir mehr Eisenerz bekommen, oder? Das heißt, wir fahren gleich nach Hause, entladen, machen uns frisch für den nächsten Tag, werden uns ein bisschen Munition einpacken. Anime-Top, okay. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Tapete grün. Naja, easy, dann kannst du noch ein bisschen schmücken. Auch schon wieder alle. Nächste Flasche. Eine haben wir noch. Nehmen wir uns vielleicht noch ein paar Komponenten mit, wenn wir welche kriegen. Jawohl.
Pack alle abgesammelt. Vielleicht sollten wir uns auch mal den Detektor bauen. Das wäre auch eine Lösung. Dann finden wir bestimmt viel schneller das Eisenerz. Oder was sagt ihr dazu? Na gut, es wird dunkel. Ab nach Hause. Unser Glasbase. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat was. Nachdem wir ja jetzt einiges noch an Glas gefunden haben, würde ich sagen, wir bauen um die drei Wände noch fertig. Und wir reiten in den Sonnenuntergang. Na easy, wunderbar. Sagst du auch, okay. So, einmal Glas brauchen wir noch, ne? So, wo haben wir denn die Glaswände? Hier. So, abgeschottet. Okay. Dann würde ich sagen, easy, verräumt schnell alles. Bereitet alles vor für morgen. Wir sehen uns, wenn es hell wird. Bis gleich. Wir brauchen definitiv erstmal eine kleine Insel, wo wir uns austoben können, wo die Gegner nicht so extrem schießen. Beziehungsweise auch nur erstmal eine Armbrust haben. Was haben wir denn hier? Handelsposten, Neptun? Ich habe keine Ahnung. Rechts oder links? Im Stream könnte man dann fragen und eine Entscheidung fordern, ne? Ich würde sagen, wir entscheiden selber. Wir fangen hier erstmal rechts an. Und dann schauen wir mal, was ist das denn? Ist das auch noch ein Floß? Mag sein, aber wir wollten jetzt erstmal eine Insel erkunden, weil, wie gesagt, wir brauchen Eisenbahn. Mal schauen, was wir hier haben. Eine Mutanteninsel. Dann würde ich sagen, easy, let's go. 90 Pfeile sollten ja reichen. Da oben hat es einen. Hier läuft eine Krabbe rum. Ja, gibt sie schon. Sie hat die Scheren nach oben. Oh. Wo ist er denn? Muss er hier irgendwo rumliegen? Naja, egal. Wir werden ihn oder sie noch finden. Da hat zumindest schon mal Eisen.
Problem, ich sehe hier keinen. Aber was sagst du? Ich glaube, sie möchte uns nicht helfen. Gut, Musik ist an. Wie gesagt, ich sehe ihn nicht. Allerdings sehe ich unseren anderen jetzt gerade. Okay, er hat nichts. Auch keine Bewegung. Hey ho. Überhaupt noch einer? Naja, es ist noch rot gekennzeichnet, von daher. So, genau, easy. Krabbel mal ganz hoch. Hier müssten sie ja irgendwo zu sehen sein. Aha. Den treffen. Ja, von oben Headshot. Sollte funktionieren. Wie jetzt? Das war's. Zwei Gegner. Das ist ja langweilig. Und keine Beute. Zitronen. Interessant. Na, ich würde sagen, wir sollten den Schwierigkeitsgrad doch etwas höher stellen, ne? Wie gesagt, zwei Gegner ist ein bisschen dolle wenig. Das macht ja keinen Spaß. Aber zumindest kommen wir mal zu unserem Eisen. Also wirklich was zum Looten habe ich bisher noch nicht gesehen. Weder ein Auto, noch irgendwelchen anderen Schrott. Wo
Oder ist der ganze Kram hier drumherum? Immer eine Runde schwimmen. Easy. Ach du. Die komplette Autobahn liegt hier rum. Ja, das sollten wir uns merken. Boah, hier ringsherum um den Felsen gibt es irgendwie gar nichts. Denn hier looten? Da ist drum. Wir gucken noch mal da drüben hin. Mal schauen, was das so ist. Auf jeden Fall steht da schon jemand rum. Schöne Insel, aber schade. Irgendwie gibt es da nichts weiteres. Er hat auf jeden Fall eine Kanone in der Hand. Na, Isi, bist noch ein bisschen weit weg, würde ich sagen. Bleib doch mal stehen. Genau. Oh. Bleib stehen. Bewegliche Ziele sind doch nicht unseres. Halt, stopp. Easy, da ist noch jemand. Ist er zur Seite gesprungen. Ernsthaft jetzt? Du willst hier rüber schwimmen? Geht doch noch einer, oder? Beruhig dich. Ich würde sagen, es leuchtet weiß. Wir
Wir können mal ranfahren. Jetzt ein Marlin. So, was war das? Warum geweihter Außenposten? Okay. Nein. Fröhliches Looten, easy. Hast du dir verdient. Hoffe ich mal. Easy, erstmal durchatmen. Ich nehme mal ein paar Erdbeerchen. Genau. Erdbeerchen bringen Energie. Dann würde ich sagen, der unterste Bereich ist geklärt. Geht's mal eins höher. Platz haben wir ja Gott sei Dank genug. Grüß dich. Wenigstens kriegen wir ein paar Pfeile wieder. Stoffcouch. Wenn überhaupt. Bandagenstiefel. Erstmal einpacken, easy. Schick mal, kommen wir uns zu Hause. Schöne Lampe. Uns auch irgendwann so welche bauen können? Auf jeden Fall hat es wieder eine Menge Streu. Frage ist, brauchen wir denn noch so viel Schrott? So, was habt ihr hier Schönes? Prozent. Sehr, sehr schön, easy. Hast du gut gemacht. Haben wir jetzt irgendwas Besonderes? Schwarzpulvermunition? Nicht wirklich. Echt nicht ganz der ersehnte Loot, den man sich so vorstellt. Aber okay, für diese Folge würde ich sagen, haben wir wieder einiges geschafft.
Zwei Locations sind clear. Unser Eisen haben wir auch. Das heißt, Easy kann sich jetzt beimachen. Am Schmelzofen. Wir hätten noch ein bisschen Obst, wollte ich gerade sagen, Holz mitnehmen sollen von da. Noch haben wir es ein bisschen hell. Wir machen das. Easy verabschiedet sich aber allerdings für diese Folge. Und wir hoffen, ihr hattet ein wenig Spaß. Und wir dürfen euch in der nächsten Folge wieder begrüßen. In diesem Sinne, macht's gut. Bis bald.